Ja, hallo und herzlich willkommen zu AppTest. Ich bin der AppTester und wir testen heute Fragger. Ja, was ist Fragger? Das ist so ein kleines, kniffliges, Rätsel-Bombenspiel. Zeige euch erstmal die Optionen und dann zeige ich euch das Spiel. Da gibt es nur Sound on off und ihr könnt euren Score zurücksetzen, also eure Punkte, also euren Highscore natürlich. Score könnt ihr dann angucken, hier könnt ihr dann sehen, mein Gesamtscore, könnt ihr unter das Video schreiben, wie viel ihr habt, ist mir auch egal. Gut. Dann fangen wir einmal an und da gibt es dann drei Schwierigkeitsgrade. Bis jetzt ist nur normal offen. Wenn man es durchgespielt hat, wird wahrscheinlich hart geöffnet und wenn man hart durchgespielt hat, Elite. Ich habe das Ganze mal auf normal gespielt und bin auf Level 37 und ich gehe jetzt einfach mal schnell zurück. Obwohl, ich kann euch sagen, es gibt 40 Levels, also ich bin nicht mehr weit entfernt vom Ziel. Aber das ganze Spiel ist sehr lustig. Ich hoffe, dass noch ein Update kommt mit ein paar mehr Levels, weil das Spiel wirklich Potenzial hat und es mir eine Menge Spaß gemacht hat. Jetzt gehe ich einfach mal so auf die 10. Ich nehme einfach mal das zweite Level. Also, ihr seid dieser kleine Soldat hier und könnt durch einen Fingertipper die Steuerung hoch, runter und wie ihr die Granaten werfen wollt, in welcher Richtung quasi. Ihr könnt sie auch ganz nach oben werfen oder ganz nach unten. Es bleibt euch überlassen. Wenn ihr dann so hin, also zurück und vorzieht, dann könnt ihr die Stärke einstellen. So, ich mache jetzt mal so die mittlere Stärke und so. Wenn ihr dann loslässt, wirft er dann eine Granate und ja, die explodiert dann und ihr habt das Level erreicht. Also ihr müsst die Terroristen, die dort stehen, müsst ihr mit der Granate zerstören. Dazu habt ihr hier an der Seite 8 Granaten übrig. Wenn ihr mal eine verwirft, naja gut, wenn ihr rauswerft, dann ist sofort vorbei. Wenn ihr mal eine verwerft, machen wir jetzt mal hier, dann könnt ihr hier auf Abort klicken und nicht warten, bis sie explodiert. Ja gut, das ging jetzt ziemlich schnell. Manchmal dauert es echt lange und dann könnt ihr einfach hier auf Abort drücken. Rücken und dann verschwindet die Granate und das ist schon das ganze Spiel. Man wirft halt die ganze Zeit Granaten und versucht die Terroristen zu treffen. Es stehen nicht dran, wie viele Granaten man brauchen sollte, aber natürlich umso weniger Granaten, umso mehr Punkte, ist ja klar. Und habt ihr mal alle Granaten verbraucht und meinst so, das hätte ich auch mit weniger geschafft, dann könnt ihr hier auf Reset drücken und das Ganze fängt von vorne an. Man muss nicht nur in Löcher werfen oder in, wie wir hier sehen, man muss auch nachher Gegenstände benutzen, wie zum Beispiel, suche ich mal, oder man muss auch Sachen aufsprengen, wie zum Beispiel in diesem Level hier. Da muss man zum Beispiel hier dieses Brett aufsprengen, damit das Loch auf ist und natürlich habe ich gleich gewonnen und gleich geschafft und gleich mal getroffen. Wie geil ist das denn? Ich glaube, das habe ich noch nicht mit 2 Granaten geschafft und dann auch noch alle beide gleichzeitig gekillt. Es gibt natürlich einen Haufen Punkte. Das freut mich und ich bin im nächsten Level. Manche Levels sind wirklich einfach, muss ich ganz ehrlich auch zugeben. Man hat es wirklich schnell durch, aber für 79 Cent kann man wirklich nichts sagen. Wenn es denn jetzt auch noch 79 Cent kostet, wenn ihr das Video anschaut. Der App Store macht seine Preise rauf und runter. Habe ich schon oft in vielen Videos gesagt. Dann gibt es auch nachher so Häuser und Tunnel, wo sie drinstehen. Das hier war ziemlich knifflig. Da bin ich als erstes gar nicht drauf gekommen. Wie soll ich dieses Level schaffen? Aber das ist so, ihr müsst... Ich weiß nicht, ob ich es nochmal schaffe. Aber ihr müsst... dann habe ich wenigstens den einen gekillt, aber jetzt habe ich mir den Weg verbaut, sage ich euch gleich ehrlich, weil ihr müsst die ganzen Kisten weghaben von diesem Bunker, damit ihr da unten das Ding hier wegsprengen könnt, damit der Terrorist runterfällt. Das ist ganz schön knifflig gewesen, also ich bin da als erstes gar nicht drauf gekommen. Und bei dem Level, wo ich jetzt bin, ist auch ein bisschen schwierig. Jetzt treffe ich... Jawohl, jetzt ist der einer. Jetzt seht ihr gleich, er fliegt jetzt runter und ciao. Und der fliegt auch runter und tschüss. Und den hier mache ich am besten, schmeiße ich eins gegen die Birne. Ah ja gut, das war nichts. Ja, jetzt fällt er runter. Gut, und schon geschafft.
3 Granaten verbraucht und das gibt natürlich wieder einen Haufen Punkte. Aber ihr seht schon, das Spiel macht schon eine Menge Spaß und ist auch wieder spielwert. Weiß ich nicht wirklich, ob man wieder Lust hat. Ich denke einfach, dass die Levels sich wiederholen und zwar nur mit weniger Granaten quasi. Die Schwierigkeitsgrad, also der Schwierigkeitsgrad ist so, es wiederholt sich das Level und das sind weniger Granaten, mehr nicht. Deswegen wird der dass man es nochmal spielt, wird weniger sein, denke ich einfach. Das hier ist auch ein bisschen kompliziert hier, man muss die Granaten so wenig wie möglich schmeißen, also, und dann explodiert das und wenn es, ja gut, das war jetzt auch wieder nichts, ja, das ist, ihr müsst halt selber gucken, wie ihr es macht. Ist nicht gerade einfach. Wenn das dann explodiert, dann fliegt dieses Ding hier hoch. Ja, das war jetzt auch wieder nichts. Ah, jetzt komm schon. Jetzt aber. Na, das ist zu schwach. Jetzt aber. Dann fliegt dieses Ding hier hoch und explodiert auch und tötet auch diesen Terroristen da oben. Wenn ich es dann jetzt auch hinkriege. Jawohl. Und bumm. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Granatenwerfen. Wie immer heißt es, abonnieren, kommentieren, Daumen up, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wenn nicht, behaltet es für euch, so wie es der von Videoamt immer sagt. Ciao.